Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich, wie man mit einem Standard-Multimeter eine Gleichspannung messen kann. Dazu werde ich den Wahlbereichschalter in den Bereich der Gleichspannungsmessung stellen müssen. Das ist dieser Bereich, Volt gleich an dieser Stelle zu erkennen. Und wenn ich mir nicht sicher bin, wie hoch dieser Spannungswert sein wird, den ich messen werde, so stelle ich zunächst das Gerät auf den größten Messbereich. In diesem Messbereich kann ich Spannung von 0 bis 1000 Volt messen. Im darunterliegenden Bereich 0 bis 600 Volt, dann 0 bis 60, 0 bis 6 und schließlich 0 bis 600 Millivolt, die ich hier messen kann. Das heißt, die hier angezeigte Zahl ist jeweils der höchste Wert, der in einem Messbereich messbar ist. Warum ich dann trotzdem immer einen geeigneten Bereich aussuchen sollte, werden wir gleich sehen. Ich muss nun mein Spannungsmessgerät am Common-Anschluss mit dem Minuspol verbinden und an dieser Stelle, man sieht das an der Beschriftung mit Volt, muss nun der Pluspol angeschlossen werden. Ich schalte jetzt mein Labornetzgerät ein und es wird eine Spannung von 3 Volt geliefert. Wir sehen hier in dem Messbereich, der bis 1000 Volt reicht, ist die Messabweichung extrem groß. Deshalb ist dieser Messbereich für diese Messung tatsächlich nicht vernünftig geeignet. Ich darf jetzt tatsächlich direkt umschalten. 2,9 Volt, das ist schon einigermaßen exakt, aber immer noch nicht wirklich gut. 60 Volt, 3,00. Was bringt es mir nun noch, wenn ich weiter runterschalte in den Bereich bis 6 Volt? Ja, dann wird mir hier eine digitale Stelle mehr zur Verfügung stehen, um den Messwert genau zu erfassen. Das werden wir jetzt beim Umschalten sehen. 3,005. Und zuvor hatte ich nur die Möglichkeit, 3,00, also bis zur zweiten Stelle nach dem Komma zu messen. Es macht also hier durchaus Sinn, in den Messbereich zu stellen, der für den Messwert am besten geeignet ist. Der Wert liegt unterhalb von 6 Volt, aber überhalb von 600 Millivolt, also muss der Messbereichschalter hier stehen. Es geht in diesem Fall keine Gefahr davon aus, wenn ich nun einen Messbereich wähle, der zu klein ist. Das wird mir durch 0L und auch durch dieses Zeichen angezeigt. In diesem Fall keine Gefahr. Was mir nun nicht passieren darf, ist, dass ich bei einer Spannungsmessung mit einem Multimeter auf einen Strommessbereich, das ist bei diesem Gerät hier der Fall, umschalte. Denn dann würde dieses Messgerät einen Kurzschluss für die Spannungsquelle darstellen, mit all seinen negativen Wirkungen. Ich schalte jetzt wieder auf den geeigneten Messbereich um. Im weiteren Verlauf dieses Videos werde ich nun zeigen, welche Messungenauigkeit ich in diesem Fall habe und ich werde auch zeigen, in welchen Fällen dieses Messgerät nun gar nicht mehr sinnvoll für eine Gleichspannungsmessung eingesetzt werden kann. In diesem Teil des Videos wird es nun darum gehen, inwiefern das Messgerät selbst die Messung beeinflusst. Dazu nehme ich an, dass ich zwei gleiche Widerstände R1 und R2 in Reihe schalte und an einer Gleichspannung von 100 Volt betreibe. Das heißt, dass an jedem Widerstand jeweils 50 Volt abfallen müssen, egal wie groß die Widerstände sind. Hauptsache, sie sind wirklich gleich groß. Dazu werde ich mir nun zwei Fälle ansehen. In dem einen Fall nehme ich an, dass beide Widerstände einen Wert von 100 Ohm haben. Im anderen Fall nehme ich an, dass beide Widerstände einen Wert von 10 Megaohm haben. Das Messgerät selber hat einen Innenwiderstand von 10 Megaohm. Das kann ich in diesem Fall aus den Unterlagen des Messgerätes an dieser Stelle ablesen. Input Impedance about 10 Megaohm. Das gilt für die DC, also Gleichspannungsmessung. Bei dem hier von mir angenommenen Fall möchte ich nun diese Spannung an R2 messen. Und idealerweise würde ich natürlich genau die Spannung messen, die ihr abfällt, nämlich 50 Volt.
Um diese 50 Volt zu messen, muss ich nun dieses Messgerät parallel zu diesem Widerstand schalten. Dadurch ändert sich aber die gesamte Schaltung. Zum Widerstand R1 ist nun nicht mehr einfach R2 in Reihe geschaltet, sondern diese Parallelschaltung. Der Gesamtwiderstand dieser Parallelschaltung ist nun kleiner als der Wert von R2. Da nun aber der Innenwiderstand dieses Messgerätes viel größer ist als der Widerstand R2, 100 Ohm und hier 10 Megaohm, wird der Widerstand auf diesem Teil der Schaltung vom Messgerät nur gering beeinflusst, sodass die Spannung von 50 Volt nur auf einen geringen Wert unterhalb von 50 Volt reduziert wird. Das kann man durchrechnen, ich werde das allerdings hier nicht zeigen, wie ich das durchgerechnet habe. Der Wert an R1 steigt dann knapp über 50 Volt, aber an R2 messe ich nun einen Wert knapp unterhalb von 50 Volt. Diese Abweichung ist auf das Einbringen des Messgerätes zurückzuführen. Es handelt sich also hier nicht in dem Sinne um einen Messfehler, den das Gerät macht, denn solange ich diesen Wert exakt ablese, zeigt mir das Gerät ja nun auch den exakten Wert, der hier nun wirklich vorhanden ist, an. Im nächsten Fall werde ich nun diese beiden Widerstände von 100 Ohm auf 10 Megaohm erhöhen. Da die Widerstände dann aber immer noch gleich sind, müssten eigentlich wieder jeweils 50 Volt an diesen Widerständen abfallen, was tatsächlich auch dann der Fall ist, wenn ich gar kein Messgerät einbringe. Schließe ich nun dieses Messgerät hier wieder parallel an. Dieser Widerstand hat 10 Megaohm, dieser hat ebenfalls 10 Megaohm. So reduziert sich der Widerstand zwischen diesen beiden Punkten von 10 Megaohm, wie er zuvor war, auf 5 Megaohm. Denn diese Parallelschaltung aus 10 Megaohm und 10 Megaohm hat nun noch einen Widerstandswert von 5 Megaohm. Hier habe ich weiterhin 10 Megaohm. Damit fällt noch ein Drittel, in diesem Fall 33,33 Volt, zwischen diesen beiden Punkten ab. Diese Spannung steigt nun auf 66,6 Volt. Nach wie vor zeigt mir das Gerät, so nehme ich jedenfalls jetzt an, den exakten Wert an, 33,33 Volt. Es hat aber selber den Wert von 50 Volt drastisch herabgesetzt auf 33,33 Volt. Wo nun die Grenzen liegen, mit denen ich vernünftig messen kann, bei einem Innenwiderstand von 10 Megaohm für ein Spannungsmessgerät, hängt natürlich sehr stark von der Anwendung ab. In den Unterlagen zu diesem Messgerät wird hier ein Messbereich bis 10 Kiloohm für den Innenwiderstand dieser gesamten Schaltung angegeben. Davon mag man in einzelnen Fällen auch abweichen. Auf jeden Fall ist es günstig, wenn ein Spannungsmessgerät einen sehr großen Innenwiderstand hat. Das ist mit 10 Megaohm durchaus ein vernünftiger Wert. Aber wenn die Widerstände, an denen ich messe, nun hier die gleiche Größenordnung haben, dann werden die Werte eben stark durch das Einbringen des Messgerätes verfälscht. Um eine andere Problematik handelt es sich bei der Messungenauigkeit, die das Messgerät selber hat. Damit ist aber eben nicht diese Beeinflussung gemeint, denn das Gerät zeigt ja hier nun einen exakten Wert an. Wie genau aber misst nun das Gerät selber den Spannungswert, an den es angelegt ist? Dazu muss man sich dann die Unterlagen des jeweiligen Messgerätes ansehen. Hier sehe ich, dass bei einem Messbereich bis 6 Volt eine Auflösung von 0,001 Volt gegeben ist. Das habe ich bereits am Anfang des Videos erläutert, denn ich habe hier drei Stellen hinterm Komma. Die Genauigkeit beträgt hier 0,7% plus 3. Was bedeuten nun diese Angaben? Wenn ich nun davon ausgehe, dass ich halt diesen Messbereich eingestellt habe bis 6 Volt, eine Messungenauigkeit von 0,7% auftritt plus 3, so bedeutet das, dass ich bei einem Messwert von 5 Volt eine Abweichung von 0,7% einkalkulieren muss. Das heißt, der Messwert, der mir vom Gerät angezeigt wird, liegt irgendwo zwischen 4,965 und 5,035 Volt.
diese Abweichung ergibt sich eben aus diesen 0,7%. Hinzu kommen aber noch diese drei Digits an dieser Stelle. Das heißt, die letzte Stelle in diesem Messbereich kann um drei Stellen daneben liegen. Hier hatte ich eine 5 und wenn der Messwert noch weiter absackt, also ich mich noch weiter von 5 Volt entferne, so komme ich eben von 5 auf 2 an dieser Stelle und an dieser Stelle erhöht sich die 5 auf die 8, sodass ich hier also von einem Messwertebereich ausgehen muss, der von 4,962 bis zu 5,038 Volt reicht. Also das sind die Werte, die angezeigt werden können vom Messgerät, wenn die tatsächliche Spannung, die ich messen möchte, 5 Volt beträgt. Damit ist aber nicht die Beeinflussung des Messgerätes auf die Messschaltung gemeint, sondern ich gehe hier davon aus, dass ich exakt 5 Volt am Messgerät anliegen habe. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Handhabung des Multimeters für die Gleichspannungsmessung vernünftig zeigen und auch die Messbeeinflussung, die dieses Messgerät auf die eigentliche Messschaltung hat und auch die Messwertabweichung, die ich gerade gezeigt habe, vernünftig erläutern. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.